Ihr Lieben, ich wollte euch auch noch das Sprossenglas zeigen und vorstellen. Vielleicht kennt ihr das auch noch nicht. Also mir war das echt neu. Ich habe mit meiner Freundin, mit Angelika, nämlich darüber geredet, über die Sprossensamen an der Fensterbank in der Kokoserde angesetzt. Und sie hat dann gesagt, ui, das habe ich auch. Ich habe genau das Gleiche. Das ist so super. Kennst du auch das Sprossenglas? Und ich so, nee, kenne ich nicht. Hat sie gesagt, das passt sicher zu dir, probier das mal aus. Dann hat sie mir ein kurzes Video geschickt von ihrem Sprossenglas, wie das ausschaut und wie man das macht, per WhatsApp. Das ist ja heute alles so easy möglich. Und ja, es ist tatsächlich so, dass bei uns in unserem Ort in dem Supermarkt dieses Päckchen schon lange steht und ich total oft dieses Päckchen genommen habe und dann habe ich immer so gelesen und habe so gedacht, ob das jetzt was ist für mich und wie dann diese Sprossen schmecken und ob ich das schaffe, die anzusetzen oder ist es irgendwie kompliziert. Jedenfalls habe ich es immer wieder mal genommen und habe es dann wieder ins Regal gestellt und habe es nicht gekauft, bis ich jetzt eben mit der Angelika darüber gesprochen habe und ja, dann habe ich gesagt, weißt was, das gibt es bei uns auch im Supermarkt und jetzt kaufe ich es mir. Ich habe es gekauft, es ist jetzt 3 Tage her und ja, ich habe diese Packung gekauft und ein Päckchen mit Bio-Keimsprossen-Samenmischung. Und zwar, da gibt es verschiedene. Ich habe gekauft hier Mungobohnen, hat mich echt speziell interessiert, Linsen, Buchweizen, Senfsamen. Und diese Keimsprossenmischung hier ist aus 100% kontrolliert biologischem Anbau. Steht hier drauf, glaube ich jetzt so auch. Und ist von Pep Up Life. Und das ist eine Firma in Österreich. Das finde ich natürlich auch noch super, weil ich bin ja aus Österreich und ich kaufe gern österreichische Produkte ein. Das ist einfach so. Ja. Also diese Packung enthält ein Glas. Und das finde ich auch besonders, weil es ein Glas ist und kein Plastik. Und man muss natürlich eine Packung Sprossensamen dazu kaufen, sonst hat man nur das Glas, macht keinen Sinn. Wie macht man das jetzt? In dieses Glas füllt man dann diese Sprossensamen ein und erstmal kommt dann Wasser rein und das Ganze wird durchgespült. Hier ist oben so ein Siebdeckel. Heißt mega praktisch. Ich habe einfach dieses Glas genommen, in meiner Küche, in der Spüle, also reingestellt, den Wasserhahn aufgedreht, also hier das Wasser rein quasi und dann spült es richtig durch. Da fliegen dann diese kleinen Samenkörnchen, die wirbeln dann da rum in dem Wasser. Dann habe ich das Wasser wieder abgedreht und dann muss man die Hälfte von dem Wasser wieder rausgießen. Also es muss noch halb voll sein mit Wasser. Und das lässt man dann stehen für ungefähr 6 bis 8 Stunden oder eben über Nacht. Dann spült man es wieder durch und jetzt kommt's. Dann macht man das ganze Wasser raus. Und zwar nicht irgendwie Deckel auf und kompliziert da raussieben, sondern hier ist ja ein Sieb. Einfach so ein bisschen schütteln, bis das ganze Wasser raus ist. Und dann bekommt man noch so ein Gestell dazu. Dann stellt man es in dieses Gestell. So, das Ganze ist jetzt 2 Tage her. Es ist unglaublich, wie schnell das geht. Zweimal am Tag spült man es noch durch mit Wasser, macht das Wasser wieder raus und stellt es wieder in das Glas. Und schaut euch das mal an. Also, ja, das Glas ist dann auch fast voll. Wahrscheinlich ist es sogar voll. Ich habe es heute Mittag schon gekostet. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, obwohl die wahrscheinlich, also natürlich morgen erst komplett fertig gereift sind. Ich muss es aber heute schon kosten, wie die schmecken. Und ich kann euch sagen, ich weiß ja jetzt natürlich nicht, welche Sprosse ist was, aber manche schmecken so, so scharf, so ein bisschen wie Meerrettich. Und manche schmecken ein bisschen milder, die anderen sind eher geschmacksneutral. Auf jeden Fall sind sie alle knackig. Also ihr wisst ja, diese Sprossen, die sind immer so knackig und pimpen einfach so manches Gericht total auf. Ich werde die jetzt über Suppen streuen. Ich werde morgen eine Selleriesuppe machen. Da werde ich die drüber streuen. Ich habe heute ein Kichererbsenomelett gemacht und habe die dann noch drüber gestreut über diese Gemüsefüllung. Also das war wirklich ein Geschmackserlebnis, noch mit diesen Sprossen da zusätzlich, das man sonst einfach nicht kennt. Und man kann es auch
Zum Beispiel einfach auf ein Vollkornbrot vegane Butter drauf und die Sprossen drauf. So wie man das kennt von dem Kressebrot. Ich liebe einfach auch Kressebrot. Das ist so ganz was Einfaches. Das schmeckt mir aber total. Oder auch Schnittlauchbrot oder so. So kann man das auch anwenden. Und wenn die dann fertig gereift sind, eben nach 2 bis 3 Tagen, dann muss man dieses Glas in den Kühlschrank stellen und dann ist die Haltbarkeit noch ungefähr 2 Tage. Jetzt ist natürlich die Überlegung, dass man vielleicht, weil das ist dann schon ganz schön viel, wenn ich das in 2 Tagen aufbrauchen sollte, dass man vielleicht nicht die ganzen Sprossen von diesem Beutel hier reinmacht, sondern nur die Hälfte und dann einfach frisch wieder macht, weil das geht ja so schnell, dass die wieder keimen. Und das wäre jetzt einfach meine Idee, da einfach nicht so viel, nicht den ganzen Beutel reinzumachen, sondern nur den halben Beutel. Und dafür dann immer wieder frisch ansetzen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich gucke mal auf der Verpackung. Ja, Kraftpakete für deine gesunde Ernährung. In diesen kleinen Sprossen ist natürlich alles noch komplett konzentriert an Vitaminen und Nährstoffen. Also das ist so ein Superfood. Und ich werde jetzt mein Essen immer damit pimpen. Ich finde es klasse. Und das finde ich speziell klasse, weil es aus Glas ist und kein Plastik. Und wie schnell das geht, hat mich echt fasziniert. Da kann man ja fast beim Wachsen zuschauen. Ja, unbezahlte Werbung in dem Video. Ich sage es jetzt extra nochmal absichtlich dazu. Und wenn es euch gefällt, probiert es mal aus. Es ist wirklich easy. Also ich habe mir umsonst Sorgen gemacht, dass ich das irgendwie nicht schaffe, diese Dinge anzusetzen. Einfacher geht es kaum und es ist super lecker. Danke für eure Zeit. Habt einen schönen Tag.